Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD VideoSoft. Und zwar ein Programm, mit dem ihr Audiodateien konvertieren könnt. Dazu gehen wir einfach in die Rubrik MP3 und Audio und wählen dann Free Audio Converter aus. Das Programm sieht aus wie viele von DVD VideoSoft und ist ganz einfach zu bedienen. Wir wählen jetzt erstmal unsere Dateien aus. Dann nehmen wir jetzt einfach mal gleich die zwei hier und sagen öffnen. Jetzt werden die uns beide hier angezeigt. Wir können natürlich wieder eine löschen oder alle löschen, wie wir möchten. Den Ausgabenamen können wir ändern, zum Beispiel sagen, dass wir ein Datum hinten anfügen. Das heißt, wenn die Datei abgespeichert, umgewandelt wurde, steht dann das Datum hinten dran. Wir können Text verwenden, das heißt, wir können jetzt für die Lieder einen Interpreten, ein Album und einen Titel auswählen. Dies hat den Vorteil, dass wir, wenn wir nachher suchen in einem Programm, dass wir sagen können, sortiere mir nach Album XY und schon zeigt er mir die richtigen Alben an. Also für die Suche ungemein wichtig. Gut, die Lieder werden jetzt alle nacheinander konvertiert, erst dieses und dann dieses. Wenn ich erst möchte, dass dieses hier unten fertig ist und dann das zweite konvertiert wird, dann muss ich dieses anwählen und auf diesen Pfeil nach oben klicken. Jetzt ist es ganz oben an der Spitze. Momentan werden mir die fertigen Dateien in User, Steven und Music abgespeichert. Diesen Ordner kann ich natürlich ändern oder ich kann mir anschauen, was da drin ist. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, in was für Dateien soll er uns das Ganze konvertieren? Dazu sagen wir jetzt einfach bei Formate, was wir haben möchten. Und MP3 ist da schon ganz gut. Hier können wir noch die Qualität auswählen, die wir haben möchten. Alter Standard, High Quality und so weiter und so fort. In den Optionen können wir nicht viel einstellen. Wir können das Erscheinungsbild ändern, zum Beispiel None. Wir können die Sprache ändern, auf Updates überprüfen oder sagen, wenn er uns die ganzen Lieder konvertiert hat, soll er den Rechner runterfahren. Gut, das war's auch schon. Jetzt einfach nur auf Konvertieren klicken und abwarten. Schon fertig, Prozess ist abgeschlossen. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren.